Als Arthur Schopenhauer 30 Jahre alt war, 1818, erschien sein Hauptwerk, Die Welt als Wille und Vorstellung. 10 Jahre nach Erscheinen schrieb sein Verleger Brockhaus, weil der Verkauf ein sehr unbedeutender war, sei ein großer Teil der Auflage eingestampft worden. Seines kommenden Ruhms blieb Schopenhauer sich trotzdem gewiss. 25 Jahre später konnte er einen umfangreichen Ergänzungsband nach Verhandlungen, die für einen erfolglosen Schriftsteller schwierig waren, herausbringen. Er begann seine Vorrede. Nicht den Zeitgenossen, nicht den Landsgenossen, der Menschheit übergebe ich mein nunmehr vollendetes Werk. Nach 2 Jahren teilte sein Verleger mit, ich kann Ihnen zu meinem Bedauern nur sagen, dass ich damit ein schlechtes Geschäft gemacht habe. 8 Jahre später wurde nach langem Suchen ein neuer Verleger gewonnen für eine Sammlung von Abhandlungen unter dem Titel Parerga und Paralipomena, Nebenarbeiten und Zurückgelassenes. Endlich, nach mehr als 30 Jahren des Unbeachtetbleibens, fand Schopenhauer mit dieser Veröffentlichung Widerhall. Warum? Die glänzenden Essays mochten anziehen. Wesentlich war etwas anderes. In der deutschen Geistesgeschichte war etwas geschehen. Die große Philosophie hatte fast plötzlich ihre Geltung verloren. Naturwissenschaften und materialistisches Denken und Politik beherrschten das Feld. Auf manche Gebildete wirkte dieser Barbarei gegenüber Schopenhauers Philosophie als eine edle Erscheinung humanistischer Überlieferung, die zugleich der Gegenwart der neuen Welt genug tat. Sie war offen für Realitäten, blickte auf die Naturwissenschaften, verachtete aber den Materialismus, die Politik, den Nationalismus. Es schien manchen sogar, als habe Schopenhauer zum ersten Mal das Wesen der Welt aufgeschlossen. Er fand Anhänger. Sogar die Universitätsphilosophie begann ihn zu beachten. Besuche verehrender Leser mehrten sich. Als er 1860, 72 Jahre alt, starb, hatte er die ersten Strahlen der Ruhmessonne gesehen. Bald wurde er der gelesenste philosophische Schriftsteller. Richard Wagner und Nietzsche begeisterten sich für ihn. Sogar Jakob Burckhardt, der Philosophen nicht mochte, hatte für Schopenhauer eine Neigung. Nicht weniger merkwürdig ist das Leben des Mannes. Sein Vater aus dem Danziger Patriziat war ein reicher Kaufmann. Freiheit bedeutete ihm alles. Als die Preußen 1793 Danzig sich aneigneten, verließ er seine Heimat und gab dafür einen beträchtlichen Teil seines Vermögens preis. Der 5-jährige Schopenhauer kam in das freie Hamburg. Aber weder hier noch irgendwo sonst hat der Sohn je eine Heimat gefunden. Er sollte nach dem Willen des Vaters ein freier Europäer werden. Der Vorname Arthur war gewählt, weil er in allen Sprachen unverändert bleibe. 10-jährig wurde Schopenhauer einem Geschäftsfreunde in Le Havre anvertraut zur Erlernung französischer Sprache. Sie vollkommen beherrschend traf er nach 2 Jahren wieder in Hamburg ein. 15-jährig lernte er in London die englische Sprache in wenigen Monaten. Von dort ging die Reise mit den Eltern durch Frankreich bis ans Mittelmeer, zurück über die Schweiz, Wien, Dresden, Berlin, Danzig. Nach 2-jähriger Abwesenheit war er 1805, 17-jährig, wieder in Hamburg. Zur Unabhängigkeit gehörte nach des Vaters Meinung der Reichtum. Ein Gelehrter, der zu werden, der junge Schopenhauer begehrte, werde immer in Dürftigkeit und Abhängigkeit bleiben. Daher wünschte er für seinen Sohn den Eintritt in die Handelslehre. So geschah es. Aber schon im gleichen Jahre 1805 nahm der Vater sich das Leben. Aus Pietät blieb Schopenhauer noch eine Weile im Geschäft. Doch ohne Zögern ergriff er
die alsbald von der Mutter gewährte Möglichkeit, die alten Sprachen nachzuholen und gelehrter zu werden. Schnell erreichte er mit hervorragenden Lehrern das Ziel. Die Universität besuchte er in Göttingen und Berlin, zunächst der Medizin, den Naturwissenschaften, dann der Philosophie zugewandt. 1813 wurde er mit einer bedeutenden Arbeit über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde durch die Universität Jena in Absentia zum Doktor Philosophiae promoviert. Aus seiner breiten Welterfahrung und Lebenskenntnis, erfüllt von der Philosophie Platos, Kants, der Inder, erwuchs ihm nun in vier Dresdner Jahren, 1814 bis 1818, jenes Hauptwerk. Zunächst schrieb er nur Fragmente, wie zufällig, nieder. Damals notierte er, das Werk wächst, allmählich und langsam, wie das Kind im Mutterleibe. Ich weiß nicht, was zuerst und was zuletzt entstanden ist. Ich weiß, es ist alles aus einem Grund entsprungen. Ich, der ich hier sitze und den meine Freunde kennen, begreife das Entstehen des Werkes nicht. Mein Geist nimmt Nahrung aus der Welt durch Verstand und Sinne. Diese Nahrung gibt dem Werk einen Leib. Ich liebe mein Werk wie die Mutter ihr Kind. Es war der Höhepunkt seines Schaffens, einmalig, mit dem Ergebnis einer Welt- und Lebensansicht, die in den vier Jahrzehnten bis zu seinem Tode unverändert blieb, aber ergänzt, erweitert, variiert, angewendet wurde. Die Grundgedanken seiner Weltvision sind diese. Alles, was wir sehen und denken, ist Objekt für uns. Daher ist es für uns nur so, wie es für das Subjekt überhaupt aussieht. Kant sagte, wir erkennen die Erscheinung, aber nicht das Ding an sich. Was aber Kant mit dem Begriff des Dings an sich nur als Grenzbegriff des Erkennens aufgestellt hatte, das glaubte Schopenhauer, als es selber in seinem Wesen zu sehen. Es ist das, was wir an einer Stelle in der Welt unmittelbar im eigenen Innern als Drang, Trieb, Begehren kennen, das, was Schopenhauer in dem Worte Wille meint. Die Welt ist als Erscheinung Vorstellung für uns, an sich selbst Wille. Daher der Titel des Hauptwerkes, die Welt als Wille und Vorstellung. Was wir im Innern erfahren, das ist also der Schlüssel zum Weltverständnis. Was uns im äußeren Geheimnis bleibt, etwa die Kraft, die Bewegung, das ist an sich das, was wir in unserem Innern kennen. Im Tosen des Wasserfalls, im Spiel der Wolken, im ungebändigten Wachstum der Pflanzen, im stürmischen Lebensdrang der Tiere, überall spüren wir das eine, den Willen, der das Wesen der Welt im Grunde ist. Der Willensakt, aus welchem die Welt entspringt, ist unser eigener. Die Welt der Vorstellung ist daher insgesamt die Objektivierung, oder wie Schopenhauer sagt, die Objektität des Willens, und zwar in einer Stufenfolge vom Anorganischen über das Leben von Pflanze und Tier bis zum bewussten Willen im Menschen. Die durch Raum und Zeit ins Endlose individualisierten Erscheinungen stehen, das ist der zweite Schritt dieser Welterkenntnis, unter allgemeinen bleibenden Typen, den Urbildern, Mustern, Formen, platonischen Ideen. Diese sind ein ewiges Zwischenreich zwischen den werdenden, vergehenden Individuen und dem Ding an sich des Willens, der sich nur vermittelst dieser Typen zur Erscheinung bringen kann. Der dritte Schritt. Nur als Werkzeug des Willensdranges tritt schon bei höheren Tieren der Verstand, beim Menschen dazu die Vernunft auf, beide im Dienste jenes an sich blinden Willens. Das ist das Bild der Welt.
Der Wille an sich hat kein Ziel. Die Welt ist ein Tummelplatz gequälter und geängstigter Wesen, welche nur dadurch bestehen, dass eines das andere verzehrt, wo jedes reißende Tier das lebendige Grab tausend anderer und seine Selbsterhaltung eine Kette von Martertoden ist. Der eine Wille zerfleischt in alle Ewigkeit sich selbst. An Harmonie gibt es nur so viel in der Welt, dass sie gerade noch bestehen kann. An Widerstreit aber so viel, dass sie gerade noch nicht zugrunde geht. Das Wollen ist der Grundirrtum. Die Sinnlosigkeit des Wollens erfährt erst der Mensch radikal. Wenn er nicht in der Qual des unaufhörlichen, vergeblichen Begehrens vorwärts drängt, so erliegt er der noch größeren Qual der Langeweile. Vor dieser Welt ruft Schopenhauer, die Welt ist und ist, wie Figura zeigt. Ich möchte nur wissen, wer etwas davon hat. Aber nun tritt das Erstaunliche, aus dem bisherigen unbegreifliche, neue Phänomen auf. In einzelnen seltenen Menschen befreit die Erkenntnis der Ideen als der ewigen Urbilder und die Erkenntnis des Weltgrundes als des blinden Willens aus der Gewalt dieses Willens. In der Anschauung der Kunst werden die Ideen der Dinge gegenwärtig, in der Musik der Wille selbst. Die Dienstbarkeit des Erkennens unter den Willen wird abgeschüttelt. In der ruhigen Kontemplation eines reinen, willenlosen, zeitlosen Erkennens verschwindet die Individualität. Da in der philosophischen Erkenntnis der Wille begreift, was er ist, kann er nun, statt blind bejahend, in ständiger Qual sich zu verzehren, vielmehr sich selber verneinen. Nur für Augenblicke geschieht diese Befreiung durch Kunst, Dichtung, Philosophie, wenn sie den Willen zu einem bedeutsamen Schauspiel werden lassen, in dessen Anschauen seine Qual im Zuschauer aufgehoben ist. Endgültig aber kann die Befreiung nur geschehen durch wirkliche, ständige Selbstverneinung, das heißt durch Keuschheit, Armut, Kasteiung, nicht aber durch Selbstmord, der selber nur ein verzweifelter Willensakt, nicht Willensverneinung ist. Indische Asketen und christliche Büßer sind daher die Vollendungen der Selbstverneinung des Willens. Schopenhauer verehrt sie. Meine Philosophie, sagt er, ist die einzige, welche in der Ethik über die guten Werke hinausgeht und etwas Höheres kennt, nämlich die Askese. Hier sieht Schopenhauer den Kernpunkt seiner Philosophie. Der Wille kommt zur Selbsterkenntnis, wodurch seine Aufhebung, die Erlösung, möglich wird. Solche Erlösung wird aber nicht der Welt zuteil, sondern nur den Einzelnen durch sich. Durch sich selbst? Hier sieht Schopenhauer ein Mysterium. In der Erlösung durch Selbstverneinung geschieht nicht eine besondere Erkenntnisweise. Nicht einmal der Charakter wird verändert. Vielmehr wird eine so völlige Umwendung vollzogen, dass auch die individuellen Charaktere verschwinden. Daher die große Ähnlichkeit aller Heiligen. Der Wille kann diese Verneinung seiner selbst aber nicht durch Vorsatz erzwingen. Sie kommt plötzlich und wie von außen angeflogen. Daher nennt es Schopenhauer eine Gnadenwirkung. Das ganze Wesen des Menschen, schreibt er, wird von Grund aus geändert und umgekehrt, so dass er nichts mehr will von allem, was er bisher so heftig wollte, also wirklich gleichsam ein neuer Mensch an die Stelle des Alten tritt. Einig, meint unser Philosoph, mit christlichen und indischen Asketen zu sein.
Hinter unserem Dasein steckt etwas anderes, welches uns erst dadurch zugänglich wird, dass wir die Welt abschütteln, das Nichts. Das aber nur vom Standpunkt der Welt her nichts ist. Ist Schopenhauer etwa Christ? Nein. Er spricht mit Schärfe seinen Atheismus aus. Im Grunde der Welt ist kein Gott, keine Vernunft, sondern allein der blinde Wille, der ziellose Wille und seine Selbstzerfleischung. Nach Erscheinen seines Hauptwerkes machte Schopenhauer wieder eine große Reise, diesmal nach Italien. In Venedig sah er Bayern am Lido zu Pferde an ihm vorübersausen. Seine ihn begleitende Geliebte schrie in der größten Aufregung: Ecco il poeta inglese. Aus Eifersucht unterließ es er den Besuch bei dem großen englischen Dichter, zu dem ein Empfehlungsbrief Goethes ihm den Zugang eröffnet hätte. 1820 habilitierte er sich dann in Berlin mit Hilfe Hegels. Schopenhauer, im stolzen Bewusstsein der Wahrheit allein seiner Philosophie, legte seine Vorlesungen auf dieselben Stunden, zu denen Hegel, der von ihm verachtete, las. Die Folge war, er hatte sehr wenige, im folgenden Semester keine Höre. Wieder reiste er für 3 Jahre nach Italien. Noch einmal in Berlin hatte er den gleichen akademischen Misserfolg. Schließlich 1831, nun 10 Jahre lang Privatdozent, verließ er Berlin. Plötzlich, wegen der Cholera. Seitdem lebt er ununterbrochen, ohne jede weitere Reise, fast 30 Jahre, bis zu seinem Tode 1860 in Frankfurt. Verbittert und grimmig. Er aß im besten Hotel, zahlte doppelten Preis wegen seines großen Appetits, plauderte lebendig und geistreich mit anderen Gästen, besuchte Konzerte und Schauspiele, las Zeitungen, zumal die englischen, ging mit seinem Hund spazieren, lebte in der besten Literatur der Jahrtausende und schrieb unablässig seine Beobachtungen und Gedanken nieder, bis er, seinen beginnenden Ruhm genießend, in eine behagliche, fast zufriedene Altersstimmung kam. Schopenhauer war unerschütterlich überzeugt. Ich habe den Schleier der Wahrheit weiter gelüftet als irgendein Sterblicher vor mir. Diese Philosophie ist, so schreibt er, innerhalb der Schranken der menschlichen Erkenntnis überhaupt die wirkliche Lösung des Rätsels der Welt. In diesem Sinne kann sie eine Offenbarung heißen. Inspiriert ist sie vom Geist der Wahrheit. Sogar sind im 4. Buche einige Paragraphen, die man als vom Heiligen Geist eingegeben ansehen könnte. Wohl niemand nimmt diesen Anspruch heute noch ernst. Als dichterisches Gebilde, nicht als Lösung des Welträtsels, gilt seine Metaphysik. Mit Recht gilt er als der große Essayist. Nicht sein System, sondern die philosophische Verfassung Schopenhauers in diesen Essays und in dieser Metaphysik ist Gegenstand unserer Kritik. Schopenhauer, der ausdrückliche Atheist, sieht in den heiligen Asketen die höchste Wahrheit, ohne ihnen auch nur im Ansatz zu folgen. Die Faktizität seines eigenen Lebens erachtet er für völlig gleichgültig. Was ich persönlich erfahre und was sich mit mir zuträgt, ist mein Spot. Denn das sei gar nicht er selbst. Wenn ich mich unglücklich gefühlt, so habe ich mich für einen anderen gehalten, als ich bin. Zum Beispiel für einen Privatdozenten, der nicht Professor wird und keine Zuhörer hat. Oder für den Beklagten in jenem Injurienprozess oder für den Liebhaber, den jenes Mädchen, auf das er sich krabiziert hat, nicht erhören will. Das alles bin ich nicht gewesen, das alles war fremder Stoff. Wer aber bin ich denn? Der, welcher die Welt als Wille und Vorstellung geschrieben
und dem großen Problem des Daseins eine Lösung gegeben. Der bin ich. Und was könnte den anfechten in den Jahren, die er noch zu atmen hat? Das Bild der Welt Schopenhauers hat den Sinn, sie sollte nicht sein. Aber das Bild verpflichtet zu nichts. Doch bleibt nicht eines, Schopenhauers Wahrhaftigkeit. Er selbst, der Unstimmigkeiten seiner Lebenspraxis sich bewusst, hat gegen Ende das Wort gesprochen, er habe wenigstens ein reines intellektuelles Gewissen. Könnte auch das eine Selbsttäuschung sein? Er sagt zwar niemals eine von ihm erkannte Unwahrheit. Er kennt keine Vorsicht im provozierenden Aussprechen seiner empörenden Urteile. Er schlägt ins Gesicht, aber Aggressivität ohne gerechte Vertiefung in Menschen und Sachen ist durch Schroffheit noch keineswegs Wahrhaftigkeit. Er gibt sich mit Naturwissenschaften ab, aber hat nie kritische wissenschaftliche Forschung verstanden, denn er sucht nur Bestätigungen für seine Thesen. Er ist gefangen in dogmatischen Bahnen. Sein Pochen auf Wahrhaftigkeit hat einen theaterhaften Charakter. Er kann sich nicht genug tun im Betonen seines Mutes. Zu dem Wagestücke, wie er schreibt, von Neuem hinzutreten vor die uralte Sphinx, mit einem abermaligen Versuch, ihr ewiges Rätsel zu lösen, auf die Gefahr hinabzustürzen, zu so vielem Vergangenen, in den finsteren Abgrund der Vergessenheit. Aber hat man nicht seine Menschlichkeit gerühmt, sein Mitleid mit allen Leiden von Mensch und Tier? Doch die anderen Menschen erkennt er nicht an. Der Anblick eines Tieres erfreut mich unmittelbar, hingegen erregt der Anblick der Menschen fast immer meinen entschiedenen Widerwillen. Meinesgleichen, heißt es an anderer Stelle, sollten unter der Illusion leben, auf einem verödeten Planeten der einzige Mensch zu sein. Die meisten merken auch bei der ersten Bekanntschaft mit mir, dass sie mir und ich ihnen nichts sein kann. Am Ende ist und bleibt doch jeder allein. Schopenhauer, diesem Einsamen, ist sein Dasein doch nicht völlig gleichgültig. Er sieht seine Lebensweisheit, wie er schreibt, darin, im Besitz eines höheren Grades von Bewusstsein, also eines höheren Daseins, sich den Genuss desselben rein und unverkümmert zu erhalten. Aber bleibt nicht doch noch ein anderes, seine Unabhängigkeit? Niemandem war er untertan, rühmt Nietzsche. In der Tat hat er sich nicht um irgendjemand gekümmert, wenn seine Kritik bis zum Schimpfen manchmal in großartige Lächerlichkeit gelangte. Im liberalen Zeitalter riskierte er dabei nichts, weil er ein Vermögen besaß. Worin lag Schopenhauers große Wirkung? Dass er in der leichten Form des Verstandesdenkens Philosophie zugänglich zu machen schien, brachte ihm das Prestige eines Philosophen. Aber von seinem System ging kaum eine faktische Wirkung aus. Er wirkte als Rechtfertigung aller Erbitterung. Eine Lebensverfassung der Rebellion gegen die Welt, gegen das Zeitalter und dessen Heuchelei wurde befriedigt. Wenn er oft recht hat, so darüber hinaus bringt er eine Stimmung der negativen Totalurteile, des untätigen Besserwissens, der vermeintlichen Überlegenheit. Er wirkte durch die Verachtung von Politik und Geschichte, durch die politische Verantwortungslosigkeit. Entscheidend war sein konservativer Sekuritätswille. Er rief allein nach der Macht, die die Kanaille bändigt. Der Philosoph will in Ruhe und Sicherheit den Genuss seines Denkens nachgehen.
Zu seinem Universalerben hat er eingesetzt den in Berlin errichteten Fonds zur Unterstützung der in Aufruhr- und Empörungskämpfen des Jahres 1848 für Aufrechterhaltung und Herstellung der gesetzlichen Ordnung in Deutschland invalide gewordenen preußischen Soldaten. Er wirkte durch seine Psychologie der Entlarvung. Die Widrigkeiten wurden aus dem Unbewussten begriffen, der dunklen, den Menschen zugleich erzeugenden und verderbenden, übermächtigen Gewalt. Das Unbewusste wird bei Schopenhauer, für den es doch wie der Teufel ist, zugleich der Gegenstand einer Art Ehrfurcht. Er wirkte für die Auffassung des Menschen in seiner Niedrigkeit und Hassenswürdigkeit, des Menschen, der man selber ist und den man in sich verachtet. Schopenhauer hat als Meister auf manche deutsche Literaten gewirkt, neben Heine, der im Vergleich zu ihm aber die ganz andere Souveränität im Verhältnis zu sich selbst, das sich Aussetzen an das Leiden, den wahren Ernst im Spiel, die höhere Menschlichkeit, die eindringende politische Erkenntnis verwirklicht. Schopenhauer schreibt mit glänzenden Effekten, wird selten langweilig, reizt durch Beobachtungen, Geheimnisse, Rührungen. Dies Denken hat die vordergründige Klarheit, hinter der sich eine Verwirrung des Existenziellen verbirgt. Leicht kann man sich mitreißen lassen, zumal in der Jugend. Es ist für den Jüngling entscheidend, ob er eines Tages den ganzen Zauber durchschaut. Auch dann bleiben Schopenhauers Schriften ein Gegenstand unserer Bewunderung für solchen Geist und Könner, und immer noch eine sozusagen amüsante Lektüre. Schopenhauer öffnete die Schleusen für die Verführung durch beliebige Subjektivitäten und vermeintlich befreiende Fanatismen. Durch den Kult des Unbewussten, durch die Psychologisierung der Welt. Er war beteiligt an der Erzeugung jener chaotischen Modernität, deren Überwindung die gigantische Aufgabe moderner Vernunft ist.